Dieses Video wurde unterstützt durch Kutami Bremen, dein Hobbyshop aus Norddeutschland. Ja, moin moin oder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal und ja... Was haben wir denn da? Wir haben die Marauders am Start. Das Ganze natürlich wieder in super freundlicher Zusammenarbeit mit Kutami in Bremen. Schaut gerne mal auf kutami.de. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für die Unterstützung. Das macht hier einiges möglich auf dem Kanal. Und ja, ihr merkt es, wir haben etwas umgeswitcht. Warum haben wir umgeswitcht? Und zwar haben wir umgeswitcht, weil das Problem an der Sache war, dass irgendwo bei Mantic... was hängt. Und da hängt es bei den Nightstalkers. Und da ich ja die Nightstalkers irgendwie angefangen habe, quasi euch vorzustellen, habe ich jetzt eigentlich auch gehofft, dass die neuen Boxen jetzt im Zuge des Summer of Sci-Fi hier auch eintrudeln. Aber das Problem war wohl irgendwo intern bei Mantic, das hängt es wohl. Ich weiß es nicht. Also es ist definitiv kein Problem von Kutami. Die haben bestellt und auch ein zweites Mal wohl bestellt, aber es hat sich da irgendwo zerschossen bei denen im System oder weiß der Teufel was. Und ja, deswegen nicht Kutamis Problem oder beziehungsweise nicht Kutamis Schuld. Ich habe mit Kutami gesprochen, was wir denn machen irgendwie, auch wegen Support und wie ich euch das jetzt am besten, ne, weil ich auch gerne kontinuierlich Firefight weitermachen will, wie wir das am besten machen, hatte ich vorgeschlagen. Wir switchen auf die Marauders um, stellen die Nightstalkers zurück, bis die Brocken dann irgendwo, weiß der Teufel, vielleicht sind die bei Mantic auch schon raus und hängen irgendwo in irgendeinem ollen Zolllager, weiß der Teufel, das ist ja heutzutage so ein Elend. Switchen wir rüber auf die Marauders und... Das Gespräch hat stattgefunden, also beziehungsweise der Schriftverkehr hat stattgefunden am Donnerstag. Heute ist Samstag und heute waren die Sachen schon hier in der Post. Deswegen, also an Kutami liegt es definitiv nicht. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ne? Deswegen, ja, wenn ihr Sachen sucht, Firefight, sonstiges an Miniaturen, Farben, schaut auf alle Fälle bei Kutami vorbei. So, das dazu. Ne, nicht, dass ihr euch wundert, hä, der hat doch mit Nightstalkers angefangen, jetzt doch wieder was anderes, aber die sind nur zurückgestellt, die kommen auf jeden Fall. Die Charaktermodelle haben wir auch schon gesehen, die Commanders und Specialists und weiß der Teufel, ne? Alles, was aus dem Kings of War Universum möglich war und verfügbar war. Und ja, wir machen das bei den Marauders heute hier wieder so, das hatte sich ganz gut bewährt und die Kommentare dazu, die waren auch durchweg positiv, deswegen machen wir das hier auch wieder so, dass wir gucken, was wir kriegen in der Box, wie wir das geliefert kriegen und dann gucken wir uns für die einzelnen Einheiten natürlich auch noch die Statlines an. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man da auch dann mal guckt, ist das was für mich, können die Einheiten überhaupt was und ja, ne? Gut, wir sehen hier 2022 und Tabletop Industry Awards Gewinner, ein Best Miniatures Game und meiner Meinung nach ist Firefight auch eines der schönsten Systeme, wenn nicht das schönste System. Ich habe natürlich noch nicht alle auf dem großen, weiten Markt getestet. Zum Beispiel Infinity wird mir auch öfter mal ins Herz gelegt. Aber das ist halt ja, um einiges komplexer und zeitaufwendiger. Ich finde hier gerade das Universum, die Miniaturen gefallen mir sehr gut. Die Spielregeln sind geil, sind nicht so komplex, dass man da ewig Zeit reinstecken müsste, aber bieten auch genug Spieltiefe, gerade durch die Command Orders und so weiter und so fort. Ja, Marauder Strike Force, natürlich das Beste, um anzufangen. Meine Empfehlung immer, wenn ihr mit einer Armee anfangen wollt bei Firefight und ihr wisst schon, welche Armee es denn sein soll, dann holt euch auf alle Fälle eine Starterbox hier, so eine Strike Force Box, weil die Dinger, die sind immer vom Preis-Leistung, sind die geil und ihr kriegt auf alle Fälle immer auch ein paar Pünktchen auf den Tisch und erstmal auch genug zum Pinseln, gerade wenn man sowas wie die Plague sieht oder so, ist auch, aber hier sind auch genug Modelle drin, ne? Ja, wir sehen hier schon, ne, wir haben diverses an Jungs, wir haben schwere Jungs und wir haben auch ein Fliegerchen und da ist halt mal wieder alles drin, alles drum, alles dran, hätte ich gesagt. Und ja, gerade die Hornets, die finde ich auch ziemlich cool, ne? Da habe ich auch hier eine für die Plague, die ist gerade auf dem Maltisch tatsächlich und ja, wir drehen die ganze Chose einfach mal um. Und da sehen wir, dass wir hier natürlich auch wieder Waffenoptionen haben. Und ja, wie gesagt, schöne Modelle. Also die Orks hier sind nicht so die Gaga-Boys und Baller-Boys, wie sie in anderen Systemen, die ich jetzt hier nicht namentlich benennen will, quasi dargestellt sind. Die sind halt ein bisschen cleverer, die haben auch ein bisschen mehr auf dem Kasten. Und die Modelle sehen auch ein bisschen anders aus. Ihr seht, sie sehen jetzt nicht so, ja...
so dacker dacker balla balla aus. Ich meine, ich mag das ja auch auf jeden Fall. Aber es ist halt so, dass die hier so ein bisschen anders von der Aufmachung sind und das finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Gerade diese Heavy Suits hier, die Mordors, die Rainmakers, die gefallen mir, Rippers, die gefallen mir echt gut, ne? Und ja, wir kriegen hier quasi, genau, das sind die Jungs hier, ne? Die zweimal quasi jeweils. Und dann haben wir hier einmal den, wie ist denn das, Kommandeur? Wie heißt der denn? Warlord heißt sie hier, genau. Also vier Ripper Suits, zwei und zwei. Dann kriegen wir einen Warlord. Dann kriegen wir natürlich hier das Hornet Stormship. Dropship, Entschuldigung, ein Dropship ist das. Und dann kriegen wir 30 Mal Kommandos, nennen die sich hier. Ja, das Ganze natürlich wieder in einer großen wilden Box. Und wer Menti kennt, der weiß, dass das jetzt wieder ein echter Augenschmaus wird beim Auspacken. Und dass man darf jetzt nicht den Fehler machen und das mit anderen Anbietern vergleichen, wo quasi, ja, ich will nicht sagen jedes Püppchen, aber jeder Gussrahmen irgendwie am besten noch einen Trennzettel hat und das alles dann irgendwie noch mit Schnörkel bedruckt und hast du nicht gesehen, in irgendeiner 180 € Box drin ist. Nein, so eine Box hier, die liegt um die 80 € rum und ja, ihr kriegt was zum Spielen, ne? Weil die Box sich irgendwo hinzustellen, da hat man ja auch nicht ganz so viel von. So, auf die Hütte, ihr seht, was ich meine, ne? Wir haben natürlich die üblichen Mantic Bases. Die kennen wir schon, ne? So, dann haben wir hier unser Dropship in. Nein, es ist keine Kutsche. Es ist wirklich unser Dropship. In, ja, gewohnter, dicker Plastikqualität hier. Das ist auch eine geile Nummer bei Mantic. Das finde ich wirklich richtig geil. Ihr habt es ja bei den Asterians vielleicht schon nachverfolgt bei mir hier. Das ist wirklich, das hat schon irgendwie so mehr so Lego Playmobil-Stärke. Guckt euch das mal an, ne? Also das ist Wahnsinn. Die Dinger sind brutal. Also, ne, hier, guckt euch das mal an. Also gerade, sag ich mal, hier die Forge-Father-Panzer oder so. Wenn ihr den in der Hand nehmt und den einen vom Kopf haut, der kriegt auf alle Fälle eine dicke Beule. Und der Panzer hat danach noch nicht mal einen Kratzer, würde ich sagen, wenn ihr den gut versiegelt habt, ne? Weil ihr seht hier, guckt euch das mal an, ne? Brachial dickes Material. Finde ich richtig, richtig gut. Da kriegt man wirklich noch was fürs Geld. Das ist schon schick. Da bin ich ja sehr großer Fan von. Ich hasse diese Filigran-Friemel-Teile, wo man, ne, 100.000 Einzelteile hat und dann bricht einem die Hälfte schon auseinander und, ne. So, ne, ihr merkt meine leichte Aversion gegen sowas. Wir haben hier natürlich die typischen Mantic Flight Stands, also sprich für unseren Fliegerchen hier, für unser Dropship. Dann haben wir hier, die gucken wir uns gleich auch mal an. Oh, die sind schön, 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 schön vorkonstruktiv. Ich würde sagen, ich nehme das einfach alles mal raus und wir gehen gleich eine Etage tiefer. Unsere schweren Jungs. Dann haben wir hier mal wieder, ihr merkt schon, Super Glue for the Win. Wir haben natürlich wieder MDF-Bases mit am Start, zusätzlich zu den, ja, zu den normalen Plastik-Bases. Hier haben wir ein Resinchen. Ich denke mal, das wird unser Warlord sein. Und dann haben wir die standardmäßigen, 3x10 hätte ich jetzt gesagt. Oh, ist noch eine Base, klar. Vier Ripper Suits und also vier, ne, von den Suits und einen Warlord. Ich nehme das mal hier runter. Wir gehen eine Etage tiefer und gucken uns das Ganze dann einmal ein bisschen im Detail an. So, eine ganze Etage tiefer hätte ich gesagt. Und ja, fangen wir erstmal hier an mit dem normalen Standard-Gussrahmen, hätte ich gesagt. Oh, Mr. Cutter ist gerade auf Reisen. Ne, da ist er. Mr. Cutter, nicht wahr? Der einzig wahre Unboxing-Cutter. Der hat schon viel in seinem Leben hier bei mir öffnen dürfen an Nerd-Stuff. Und, oh, ich sollte ein bisschen mehr Druck ausüben. So, schnipp, schnapp. Oh, ich glaube, Mr. Cutter könnte bald mal wieder einen Satz neue Klingen vertragen, beziehungsweise einmal abgebrochen werden vorne. So, wir haben hier unsere Gussrahmen. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Gussrahmen, wie man sie kennt. Wir haben hier die verschiedenen Waffenarme. Wir haben verschiedene Köpfe. Der Detailgrad ist, wie bei Mantic üblich, schön. Jetzt nicht so 100 mega bling-bling Details, wie es dann irgendwie bei beim großen G ist. Aber ich bin auch immer wieder gesagt Fan davon. Es muss nicht so sein. Und selbst die Hardcore-Fanboys, die wie zum Beispiel Dakadaka TV oder Emotec Sturmherr, das sind ja die Kanäle, wo ich wirklich, das sind die einzigen Kanäle, wo ich wirklich nur 40k verfolge, weil die Jungs einfach amüsant sind und einen netten Humor haben.
Und die ballern da auch richtig Geld rein. Und ja, aber selbst die kriegen teilweise bei manchen schnörkeligen Sachen zu kotzen, weil die halt so lange da dran malen müssen. Ja, Waffen, wie gesagt, haben wir am Start. Dann haben wir hier, und es freut mich zu sehen, die Beine sind schon dran. Sehr, sehr geil. So muss das sein, liebe Leute. Warum auch nicht? Wir haben hier die Körperchen mit Beinen, Arme, wie gesagt, optional. Köpfe kommen oben dran. Das heißt, das hier wird auch eine ziemlich schnelle Nummer, die zusammen zu dackern. Und die sind auch echt ganz schön dick und brachial, ne? Wenn man hier mal den Querschnitt betrachtet. Ne? Finger daneben. Das geht schon, liebe Leute. Okay, Herr Doktor. Sehr cool. Ja, da 3x10, da macht man sich dann halt einfach dann am besten mal reingucken, welche Waffen man dann auch führen darf. Ne? Das ist immer sehr clever, das vorher zu tun. Dann nehmen wir uns hier mal die, die Suits, die dicken. Und schauen uns die einfach mal an. Ja, hier leider keine wiederverschließbaren Tüten, generell nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, ich denke mal, die werde ich auch relativ zeitnah bauen. Bemalen ist dann wieder Punkt 2, aber zusammenbauen auf jeden Fall und grundieren. So, er ist hier nochmal eine Nummer dicker, ne? Das ist schon ein Klotz. Und ich liebe diese brachialen Dinger, ne? Also die sind schon fett. Und dann die so ein bisschen metallische Bürsten, das sind schon geile Mopeds, ne? Die gefallen mir sehr gut. So, dann haben wir hier einmal, ne, die Fleischersäge. Die wurde natürlich auch ein bisschen rostig und blutig, da geht nichts dran vorbei. Dann haben wir hier einmal, ne, ich muss gleich mal gucken, wie die sich da schimpft. Ein bisschen Gussgrate natürlich, ja, aber das ist wieder ein anderes Plastik noch als die anderen Minis. Also da müsst ihr aufpassen. Also nochmal als Tipp für Leute, die noch nicht mit Mantic-Sachen gearbeitet haben, verwendet zum Zusammenbau immer Sekundenkleber, wenn ihr hier so Mischkits habt, sonst kriegt ihr es kalte Kotzen. Ich kann es einfach nicht in schönere Worte fassen. Es ist einfach so, es ist einfach Fakt. Normaler Plastikkleber klebt diese verschiedenen Komponenten. Gerade wenn es dann um eine MDF-Base geht, klebt es einfach nicht. Punkt. So, und da ist dann schnell Frustration am Start. Deswegen hier immer schön Sekundenkleber verwenden. Ja, hier wie gesagt, Dakka Dakka. Und die heißt ja nicht umsonst Rainmakers, ne? Da regnet es dann ein bisschen rot und nicht durchsichtig. Und ja, wir sehen, da haben wir diverse Komponenten. Hier haben wir noch den Patronengurt. Auch alles schön dicke Qualität. Noch mehr Dakka Dakka. Wir schauen uns gleich mal an, wie die ganzen Waffen hier bei den Jungs heißen. Hier haben wir noch so ein Ärmchen, ne? Also ihr seht, das ist schon, wenn man meinen Finger daneben sieht, sind schon stattlich die Jungs, auf jeden Fall. Ja, cool. Hier haben wir noch ein Schädel. Und ja, wie gesagt, nicht übertriebene Details, aber definitiv ausreichend. Jetzt habe ich natürlich wieder keine verschließbare Tüte, wo ich das wieder rein tun kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich packe die einfach mal hier rein und werde mir dann gleich so ein Stück Tesafilm. Das ist clever, ne? Das machen wir, weil kein Bock, dass man irgendwie in ein paar Tagen die zusammenbauen will. Dann hat man hier im Eifer des Gefechts einen Teil irgendwo, verbummelt. Und hier wischt man einmal hier drüber oder schlägt die Matte einmal aus. Oh, da muss er mal niesen, sorry. Da bin ich vor Schreck gleich ans Stativ gepoltert hier. So, wie gesagt, das geht schneller als man denkt, gerade bei so kleinen Teilen. Die tarnen sich dann irgendwo. Und dann packt man hier, denkt man, man hat alles zusammengepackt. Und dann ist es aber so, dass man dann ein Teil nicht hat. Dann denkt man so, verdammte Tat, da müsste doch eigentlich noch, bei dem anderen war das doch genauso. Seltsam, seltsam. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, bei den Tüten hier, wenn die einmal offen waren, bis ich sie komplett verbaut habe, einmal Tesafilm drum. Kann ich euch auch nur empfehlen, so kleiner Tipp am Rande. Oder ihr nehmt einfach wieder verschließbare Tüten, die ihr noch irgendwo rumfliegen habt. Und ja, so, die 30 Jungs haben wir gesehen. Dann haben wir die Suits gesehen. Und jetzt haben wir hier noch die dritte Materialkomponente. Es darf nicht fehlen, um mich zu ärgern, Resin. Ich bin ja kein Resin-Fan, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer schimpfe, wenn ich Resin verbauen muss. Aber gut, es ist, wie es ist, ne? Wir wollen uns nicht beschweren. Hier, Dakka Dakka, wir haben hier unseren Warlord. Er hat auch die Säge mitgebracht. Und wir haben hier wieder schön eine Figur am Stück. Es müssen nur noch die Arme rein. Schön haben wir hier, dass quasi hier so ein Quadrat ausgespart ist, dass man das dann quasi wie Nut und Feder zusammenfügen kann. Der Junge, der sieht gut aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Der kriegt auch so ein metallisches Outfit. Ich bin echt am Überlegen, ich habe noch gar kein Farbschema. Also Rucksack und sein Schädel, ne? Sieht auch cool aus. Farbschema weiß ich noch gar nicht. Das Farbschema von den Jungs hier, was vorgeschlagen wurde oder wird, das ist ja
quasi so, ja, schwarz mit ein bisschen Rost, ist natürlich maximal schnell gemacht, ne? Dann metallisch ein bisschen Trockenbürsten, braune Akzente setzen. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich das wirklich so, weil Silber, Schwarz, die Jungs dann einmal schwarz grundieren, man ist schnell davon ab. Und ihr wisst ja, ich bin ein fauler Hund, was das Malen angeht, weil ich auch einfach die Zeit und die Lust dafür nicht habe. Vielleicht werde ich das Farbschema einfach so ganz stumpf übernehmen. Und ich habe eine echt coole Contrast Paint letztens in den Finger gehabt. Ich habe leider den Namen schon wieder vergessen. Die wird dann aber, glaube ich, eher für eine andere Truppe werden. Die Jungs hier, die gefallen mir in Schwarz schon mal ganz gut. Man könnte natürlich auch eine ganz andere Farbe nehmen. So zum Beispiel Gelb oder so. Ne? So Bad Moon mäßig. Oh, schon wieder ins falsche System gesprungen. Aber Gelb sind ja die Ratten bei mir schon, ne? Und da passt das auch richtig gut zu. Ja, man könnte noch Orange oder sowas nehmen. Ich bin aber nicht so Orange-Fan. Ja, ich weiß es nicht. Oder, ja, was in die Richtung Blau, das würde auch noch gehen. Aber Blau und Grün, gut, hat man in der Geschichte des Tabletop auch schon gesehen. Orks, die dann quasi Blau mit in den Farbschema drin haben. Ich muss mal gucken. Was halt hier super geil ist, dass man hier das auch so schön metallisch kriegt schnell, ne? Schwarz, Silber, Bürsten, die Waffen Silber, dann ein bisschen Wash drüber. Ja, ich glaube, ja, allein schon wegen dem bisschen Rost und so, ich werde die Jungs auch so anmalen. Hier oben bei den Boys, die, beziehungsweise bei den Kommandos, Entschuldigung, da hat man schon einen höheren Grünanteil und mehr Leder. Aber auch hier sieht man, dass man da recht schnell von ab ist. Die Metallteile Silber, dann ein bisschen Rost hier noch drauf. Die Riemen von den Gerödel hier einfach in Braun oder in einen anderen, ja, Lederton. Und dann halt so ein paar Akzente für die Waffen und, ne, also ja, genau. So werden wir es tun. So werden wir es tun. Was ich an Hauptfarbe dann natürlich für die Fahrzeuge nehme, das ist so eine Frage. Das ist sowieso die Frage der Fragen, weil wenn ihr das hier schon länger verfolgt oder generell Firefight verfolgt, dann wisst ihr, dass die Mules zum Beispiel, also die Fahrzeuge, dass die auch von mehreren Fraktionen genutzt werden können. Und wenn man dann da die so ganz krass nach einem Farbschema macht, dann kann man die natürlich nicht mehr für alle Fraktionen nehmen. Das ist ein bisschen doof. Also die Mules bei den Plague, die ihr auch schon gesehen habt im Battle Report, da ist es halt wirklich so, dass die halt vom Vorbesitzer, das war ja eine eBay-Armee, ne, die ist ja aus der Bucht gekommen, zu mir geschwommen. Und da war es halt so, dass der gute Mensch da sich schon ein Farbschema ausgedacht hatte und auch wirklich die Fahrzeuge dann in dem Farbschema übernommen hat. Und dementsprechend ist es halt auch so, dass ich die dann auch so gelassen habe und dass ich die dann halt auch einfach für die Plague spiele. Die sind ja auch richtig schön zugeschnotzt mit diesem grünen Glow, sag ich mal. Da muss ich jetzt nicht dran rumfuckeln. Die werde ich dann einfach nehmen. Gut, im äußersten Notfall kann man sagen, ja guck, die Marauders haben die sich von den Plague gegaunert oder die, ihr wisst schon, die GCPS haben die zurückerobert. Sowas in der Art. So. Jetzt wollen wir uns einmal die Statlines angucken, weil wir wollen natürlich auch wissen, was die Jungs können. Und sowas ist immer ganz schön spannend, finde ich. Denn gutes Aussehen ist eine Sache, ne? Aber das ist halt irgendwie immer wie beim Partner, denke ich mal, ne? Wenn man gutes Aussehen ist, dann nicht alles. Man möchte natürlich auch, dass man sich mit dem verträgt und mit dem klarkommt. Und die inneren Werte zählen da. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal in die Statlines rein. So, damit ihr auch wisst, was ich dann quasi, was denn hier geboten wird, da, ne, vom Bild her, nehmen wir einfach mal die Rückseite der Packung dafür und schauen dann einfach mal rein. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei den Kommandos an. Das bietet sich, denke ich mal, an von klein nach groß. Ja, so machen wir das. Die Kommandos, die sind ja mit verschiedenen Waffenoptionen gesegnet, sehen wir ja hier, ne? Und ihr müsst immer darauf aufpassen, wenn ihr jetzt hier quasi ein Plus habt, dann steht das für Weapon Option, also Waffenoption. Und 2 Plus ist ein alternativer Zusammenbau, ne? Also da baut ihr die dann auch schon anders. Da müsst ihr euch dann vorher quasi so ein bisschen entscheiden. Und sowas ist immer gut zu wissen, bevor man baut. Und natürlich ist es dann noch gut zu wissen, was die Jungs dann können. Und welche Waffe man wirklich dabei haben will. Und natürlich dann auch nochmal in den Regeln gucken, wie viel Waffen man denn überhaupt dann spielen darf in der Truppe, ne? Von den Sonderwaffen. So. Marauder Kommandos ist natürlich Troop als Einheitentyp. 6-12 marschieren die. schießen auf die 5 plus, assaulten auf die 5 plus. Das ist so ein unteres Mittelmaß, ne? Eine Armor von 5 plus.
Ein Lebenspunkt, Nerf von 5 Plus, da hätte ich mir gar nicht ein bisschen, hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht, also ein bisschen weniger vielmehr. Haben eine Höhe von 2,25er Base, haben wir gesehen, die sind hier dabei, ne, die ganz normalen Standard-Bases. Und eine Unit Strength von 2 allerdings, kosten 60 Punkte aktuell in der zweiten Edition. Aber es ist ja auch angekündigt, dass irgendwann mal so ein Update kommen soll, irgendwann in nächster Zeit. Ich meine September, Oktober, irgendwann dieses Jahr, also wir wären jetzt eigentlich dran. Mal schauen. So, also generell, nicht nur die Marauders. So, dann schauen wir uns nochmal die Waffen an. Die Waffen, the Weapons. Deutsch-Englisch einmal schnell gemischt. Wir haben einmal den Kommando Sergeant, also Leader. Ne, ihr wisst ja, bei Firefight immer ein Leader dabei. Muss sein, muss erkenntlich sein. Ihr messt vom Leader die, die Reichweite für Beschuss. Ihr messt vom Leader die Reichweite fürs Latschen oder Rennen halt. Ne, das ist... Ja, das ist einer der schönen Vorzüge, dass man alles vom Leader macht, dass das alles so zügig hier und flüssig läuft. Der gute Kommando Sergeant, der hat eine Rifle, die schießt 18 Zoll mit einem Würfel, ohne AP, Blaze Away und Trademark. Dann hat er noch eine Assault Weaponry mit zwei Würfeln, auch ohne AP und ohne alles. Die Jungs, die tun es dem gleich, die haben auch jeder eine Rifle dabei, mit einem Würfel, Blaze Away, Trademark, ohne AP und eine Assault Weaponry mit zwei Würfeln, auch ohne alles dann. So, wir haben als Options, wir dürfen 0 bis 5 zusätzliche Kommando-Mannequin reinnehmen, für 10 Punkte each, also jeder kostet 10 Punkte extra. Das heißt, wir haben nicht einen 5er-Trupp, also 1 plus 4, ne, das war vorher ein Sergeant, 4 von den Jungs. Dann können wir noch 5 dabei nehmen, haben wir einen 10er-Trupp, also 9 von den normalen Jungs und einen Sergeant. So, und 0 bis 1 Kommando may replace its weapons with one of the following, also einer von den anderen Kommandos maximal darf... da was auswechseln an Waffen. Und da ist nämlich der Punkt, wo ich dann schon wieder sage, Vorsicht, ne? Augen auf beim Eierkauf. Wenn ihr jetzt alle Jungs hier mit maximal Sonderwaffen ausstattet und die wollt ihr dann in eine Einheit packen, weil er nicht genug andere Boys habt, klar, man kann jetzt irgendwie sagen, ja, der hat jetzt nicht, sondern der hat nur das, ne? Guckt mal in die Liste. Aber wenn man wirklich so ein bisschen Busy Big spielen will, dann ist es halt schon ganz clever, das so zu machen und sich vorher da so einen Kopf zu machen. Und ja, die Jungs und Mädels, die können für 10 Punkte, also der eine, nicht die Jungs und Mädels, können einen Flamer kriegen, also Flammenwerfer, Reichweite 12 Zoll mit 2 Würfeln und natürlich It Burns, wer hätte das gedacht beim Flammenwerfer. Natürlich ist Assault Weaponry wieder am Start, 2 Würfel ohne alles. So, dann können wir ein HMG für 10 Punkte alternativ ausrüsten. Reichweite 18 mit 4 Würfel und Pinning, da wird die Sache schon ein bisschen interessanter, aber gerade Pinning immer ganz angenehm. Und 4 Würfel ist natürlich auch geil. Und dann haben wir noch einen Missile Launcher und der kostet natürlich dann gleich 15 Pünktchen extra, hat aber dafür eine Reichweite von 24 Zoll, geht auch besser, aber ist okay. 2 Würfel ist nicht das meiste, hat allerdings einen AP von 2, ist Anti-Aircraft und Anti-Tank und das ist halt immer sehr spannend, um gerade dicke Panzer zu brechen mit Anti-Tank, weil ihr kennt ja die Nummer, wenn ihr Heavy Armor habt, so heißt das, dann... Es ist ja so, dass ihr alles, was durchgekommen ist, nochmal auf eine 5 irgendwie werfen müsst. Und ja, das ist dann natürlich richtig nervig. Wenn man das hat, Anti-Tank, ne, dann knackt man das so weg. Dann kann man sich nämlich diesen letzten Wurf auf die 5 kann man sich dann sparen. So, der Sergeant darf tatsächlich auch seine Waffe austauschen. Also das waren jetzt die Optionen für die normalen Jungs. Der Sergeant darf seine Waffe ebenfalls austauschen. Und zwar mit den Following und das for free, also kostet nichts, ne? Er hat ja eine Rifle normal, wie die anderen Jungs auch. Kann dann durch eine Pistol austauschen. Range 12 mit einem Würfel. Trademark. Tja, warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Da fehlt das Blaze Away. Okay, der kriegt dann Claws. Alles klar, also der kriegt quasi die Rifle, hat er eine Hand frei. An die andere Hand kriegt er dann die Claws, das ist eine Assault Weapon, also eine Nahkampfwaffe. 2 Würfel mit AP 1 immerhin, ansonsten nichts, aber ja, doppelte Würfelzahl und AP 1. Im Vergleich zu der normalen Assault Weaponry, die würfelt man auch mit 2, ist es halt nur der AP 1. Aber ein AP 1 kann auch manchmal so das Zünglein an der Waage sein, ne? Ja, das waren unsere Jungs hier, ne? Also hier einmal unser Sergeant und dann 4 plus maximal 5, also insgesamt 9 von den Boys. Ja, hier sehen wir die Variante nochmal, einmal mit Pistol und mit den Claws. Und ja, hier sehen wir auch ihn mit einer Axt, die sehe ich jetzt hier erstmal gar nicht berücksichtigt, interessant. Ja, spannend.
Vielleicht wurde das einfach mal gekickt in der zweiten Edition, man weiß es nicht. Ja, dann haben wir hier das HMG und dann haben wir hier den Flamer. Raketenwerfer habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wir können mal die Sprues mal eben angucken, wo wir gerade dabei sind. Ob wir denn sowas überhaupt dabei haben. Ne, haben wir gar nicht, ne? Das scheint... Ach doch, hier, das hier, das ist der Rocket Launcher. Doch, haben wir dabei. Kommando zurück. Hier sehen wir da durch das Licht jetzt gerade Schattenwurf. Ihr seht, das ist ja mehr so ein ja, zwei Schuss Rocket Pistole. Hier das dicke Ding, ne, mit dem Mumpels hier vorne. Ich denke mal, das ist das. HMG, also Machine Gun, das wird das hier sein. Ja, gut. Alles klar, Herr Doktor. Schön, haben wir das auch geklärt. So, die Jungs abgehakt. Kommen wir hier zu den dicken Baller-Boys. Und wie gesagt, die Rüstung finde ich ja schon mal sexy, ne? Finde ich geil, kann man nicht anders sagen, einfach lecker. So, und die kann man auch wieder, kriegt man 2 und 2. Ne, wir haben einmal die Rainmakers und das sind die Rippers, meine ich, ne? So rum ist das. Also die Ripper Rainmakers, also die Maulers, Junge, ne? Also Ripper ist der generelle Ausdruck, weil das ist ein Ripper Battlesuit. Ne? Das ist der Kampfanzug hier. Ich habe noch Schmierle an den Finger. Herzlichen Glückwunsch. Hätte mir auch die Finger waschen können vom Video. Naja. Ripper Suit. So, Ripper Rainmaker, Ripper Mauler. So heißen die. So, wir fangen an mit den Rainmakers. Ne? Bring the Rain. Roter Regen. So, die Jungs sind Specialists. 6, 12 Maschinen, die schießen leider auch nur auf die 5. Also für einen Spezialisten hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Wegen so auf die 4, ne? Aber ja, es sind und bleiben grün heute. Wobei die hier ja schon ein bisschen besser sind als in anderen Systemen. Die haben Assault auch auf die 5, also dann, ja, ne, 5 und 5 kann man sich leicht merken, also auch bei den Jungs. Die haben eine Armor von 6 plus schon, das ist ja gut, die sieht auch ein bisschen dicker aus, eine 6 ist schon ganz nice. Haben 3 Lebenspunkte pro Modell, das ist auch geil. Ein Nerf von 4 plus, also 1 besser als die Standard Boys. Eine Höhe von 3, was beim Beschuss auch interessant sein kann, je nachdem, wo man drauf schießt und wo man drauf steht. Eine Einheitenstärke ebenfalls von 2 und kosten 110 Punkte. Wir haben in der Truppe drin 2 Mannequins, ein Ripper Rainmaker Leader. Wie gesagt, ein Leader muss immer am Start sein. Und natürlich dann ein Standard Rainmaker. So, was haben wir denn an Waffen? Ne, was ist mit den Kohlen? Das interessiert. Wir haben einmal, ich gucke mal kurz, ja, die können beide identisch ausgerüstet werden. Ja, genau, also quasi sind sie gleichen Jungs, nur einer ist der Leader, weil halt spieltechnisch, regeltechnisch braucht man immer einen Leader. Wir können einmal die Rotary Cannon ausrüsten. Ich hätte gesagt, das ist die da, ne? Ne, Moment, das ist bestimmt die da, ne? Schauen wir mal. So, 18 Zoll, 4 Würfel, AP1. Ohne jegliches Keyword. Dann haben wir den HEW Beamer, also HEW Beamer, 36 Zoll. Das ist schon mal eine feine Reichweite. Ein Würfel allerdings nur AP3 Anti-Tank. Ja, Panzerknacker, wenn trifft, dann aua. Ich denke mal, das ist dann der nette Kollege hier. Wenn er nicht trifft, also mit einem Würfel auf die 5 plus, bei meinem Würfelglück ist schon wieder so ein bisschen mehr, hätte ich gesagt. Ne? Ja, gut, kann man machen, ab und zu, auch ein blindes Huhn trinkt man Korn, ihr kennt die Nummer. Und letztes Mal habe ich tatsächlich echt gut gewürfelt teilweise, wo ich bei Christian einmal war. Da habe ich einen Wurf hingelegt und der hat noch nicht mal hingeguckt, weil er auf dem Handy gedrückt hat. Oh, ey. Also der war echt sahnig. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber auch der Kollege, der da war, der war auch schwer beeindruckt. Also so würfel ich dann auch irgendwie alle 20 Jahre vielleicht einmal. Sehr sexy war der. Gut, deswegen, ja gut, auf die 5 plus mit einem Würfel muss man sich überlegen, ja, es ist ein W8 und ja, man hat eine höhere Chance, aber ja, das relativiert sich immer so mit seinem Würfelglück. Da muss man so ein bisschen gucken, wie man den Tag würfelt. Gut. Dafür, wie gesagt, AP3 und Anti-Tank ist schon geil, um das wegzuknuspern, Heavy Armor und dann, ne, also sich den scheiß Heavy Armor Reroll dann, also quasi nochmal zu verkneifen, den braucht man dann nicht. Und dann halt ein AP3 ist schon geil, ne? Ist schon ganz nice, ne? So, und da haben wir noch die Rocket Salvo, also Raketen. Und da gibt es allerdings auch nur einen Würfel. Wir haben eine Mindest- und eine Maximalreichweite. Das heißt, ist im Profil mit R12 bis R36 angegeben. Das heißt, ihr könnt nicht euch direkt vor die Füße schießen. Ne, das ist wie quasi mit dem Mörser oder so. Da habt ihr halt einfach so ein bisschen Distanz, wo dann der maximal früheste Punkt ist, wo dann die Waffe eingesetzt werden kann. Das sind hier 12 Zoll bis 36 Zoll. 36 ist eine ganz angenehme Länge. 48 ist noch geiler, klar, aber 36 geht auch klar auf jeden Fall. Ein Würfel natürlich wieder nur, AP1 ist eine Indirect-Waffe, auch sehr geil, und Pint. Das ist schön, auf jeden Fall. Indirect-Waffen
meiner Meinung nach sind sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man irgendwelche Punkte halten muss und dann von da hinten ballern kann. Es ist, ja, ich weiß, ich bunkere mich gerne ein, aber wirklich gerade für Missionen, wo ihr irgendwelche Missionsziele halten müsst. Ich glaube, welche war das denn? Mission 5 oder so aus dem Buch? Entschuldigung, ich weiß es gar nicht aus dem Buch. Welche war das? Ja, kann sein. Haben wir gespielt, da müsst ihr Punkte halten und zwar bei euch auf der Seite. Und wenn ihr die bei euch auf der Seite nicht haltet, da habt ihr 2 Punkte, die ihr halten müsst. Sonst könnt ihr beim Gegner auch nicht mehr scoren. Wenn ihr einen verliert, dann kriegt ihr noch einen Punkt für gegnerisch eingenommene Punkte. Und wenn ihr beide verliert, dann selbst wenn ihr 3 von dem Gegner habt, kriegt ihr keine Punkte mehr. Ja, das ist dann schon spannend. Und genau für solche Aktionen sind halt Indirect Weapons sexy. Ja, der zweite Kollege, der kann halt einfach genauso ausgerüstet werden. Der ist halt dann einfach nur nicht der Leader. Wir haben natürlich noch Optionen. Die Jungs 110 Punkte, wie gesagt, in der Zusammenstellung. Und wir dürfen dann nochmal 0 bis 2 Additional Ripper Rainmakers für 50 Punkte pro Modell dazu packen. Das heißt, wir können die zu einer 4er Einheit aufpumpen, sind dann bei 210 Punkten, haben dann 4 Modelle mit 3 Lebenspunkten each, das heißt 12 Lebenspunkte auf dem Tisch und dicke, fette Wohnen. Kann man mal machen, ne? Also gerade dann mit einem 4er Nerf, da braucht man erstmal ein bisschen Zeit, um da was rauszuknuspern bei 3 Punkten pro Modell. Und ja, muss ich mal schauen, wie ich die spiele, wenn sie dann soweit sind. Klingt auf alle Fälle nach Spaß. Und die sehen auch echt geil aus mit diesen fetten, fetten Anzügen, mit den Ripper Suits. So, dann haben wir noch das Gegenstück dazu, quasi auch im Ripper Suit, aber als Mauler Modell. Auch natürlich Specialist 6, 12, die schießen gar nicht. Ne? Wir sehen Säge und Faust aufs Maul oder was auch immer man da unten drunter hat. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Ramme oder so. Mal schauen. So, was haben wir denn hier? Specialists haben wir. Ach, ich habe gerade die Keywords gar nicht oben. Genau, wir haben bei den Rainmakers nochmal einmal zurückgesprungen. Bulky, Resilient One und Targeting Systems, weil ich gerade hier über Advanced Training gestolpert bin. Bei den Ripper Maulers, ne, wir gehen erstmal die Stats durch, ganz normal. So, 6, 12 laufen. Schießen können sie nicht, nur Nahkämpfer. Assaulten dafür auf die 4+, nicht auf die 5+. Haben eine Armor von 6+, ebenfalls 3 Lebenspunkte. Eine Nerf von 4+, eine Höhe von 3, 40er Base, Unit Strength von 2 und Kosten 90. Die Jungs haben Advanced Training, was richtig geil ist, ne? Zwecks Befehle nicht in der Bubble von Commander empfangen und so weiter und so fort. Die sind auch bulky, das ist natürlich nicht so schön. Die haben Countercharge, das ist geil. Inspiring ist cool. Resilient 1 haben die auch. Und die sind Tactician. Das heißt, das sind keine Kommandos, die geben euch aber trotzdem einen Würfel. Das ist schon mal geil, ne? Einen schwarzen zwar nur, aber hey, Würfel ist Würfel. Sehr, sehr cool. So, da haben wir natürlich dann auch wieder die Variante ein Leader, einer, der hinterherlatscht, ne? Also ein normaler. Und die Jungs haben Bass, Saw und Ram. Ja genau, also eine Ramme und eine Säge. Und da sehen wir auch, ne? Also das ist tatsächlich so eine Ramme, die kriegt man dann irgendwie zwischen die Zähne. Und dann einmal die rostige Säge. Ja, natürlich beides ist Hot Weapons, wer hätte das gedacht. Also nur für Nahkampf mit 3 Würfeln. Und die werden auch einfach mal so kombiniert, da gibt es nicht entweder oder, da wird mit beiden gesägt und gehauen, ne, gerammt. Ja, 3 Würfel, AP3 und Anti-Tank. Also wenn die rankommen, könnte das schon Aua machen, weil die Assaulten ja auf die 4+, das heißt 50-50 Chance auf dem W8, das ist schon geil. Und ja, dann Anti-Tank spart sich den ollen Heavy Armor Reroll. Also die, wenn die drankommen, dann könnte das schon ein bisschen wehtun, ne, gerade. Wenn man die zu viert spielt, die haben wir nämlich auch wieder die Option, dass man die hier 0 bis 2 Ripper Maulers für 40 Punkte dazu packen kann. Also die ganze Kante günstiger, klar, können die schießen. Aber ja, was soll's. Nette Option, gerade wenn man Panzerknacker will und ja, die in ein Auto setzt und dann durch die Gegend kutschiert, hätte ich gesagt. Ne? Das ist schon auf alle Fälle etwas sexy, ganz klein bisschen. Doch, ja, gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. So, dann wollen wir einfach mal hier ein bisschen weiter schauen in den Regeln. Ich blätter hier mal kurz weiter und suche mir mal die Statlines. Den Commander machen wir zum Schluss. Der hat bestimmt auch Commander oder was. Wir gucken uns jetzt einfach mal das Hornet Dropship an. Ja, ne, das ist hier quasi am Start. Ihr seht es hier in der schönen grünen Variante und das, was wie Kutschräder aus,
sah, das sind hier die Rotoren, die in den Flügeln sitzen, finde ich geil, in den Tragflächen, sehr optisch ansprechend, meiner Meinung nach. Ja, Dropship. Es ist ein Support, wer hätte das gedacht? Ist ein Flieger, fliegt 12-18 tatsächlich, schießt auf die 5 plus, aus Horten Tools nicht natürlich, hat eine Armor von 7 plus, 5 Lebenspunkte, Nerf von 5 plus, eine Höhe von 6, keine Base, weil fliegt ja, keine Unit Strength, weil fliegt ja, und kostet 80 Punkte. Jetzt fragen alle natürlich, Transporter, Kapazität, Kapazität 12 bei Height 2 Mannequins, ne? Ansonsten muss man dementsprechend albieren. Natürlich Fly als Keyword Targeting Systems und wer hat das gedacht? Vehicle. Genau. So, wir haben die Weapon Stats. Die Einheit besteht aus einer Hornet. Kann auch nicht erweitert werden um noch eine Hornet. Bleibt also einzeln. Hat einmal die Rotary Cannon. Die hat es vorne hier am Bug. Und das ist eine R18-Waffe mit 4 Würfeln, AP1 und ansonsten nix. Der Hornet dürfen als Option Correctional Stabilizers für plus 10 Punkte dazugegeben werden. Dafür kriegt das Gerät dann Headstrong, ne? Also das Keyword Headstrong dabei. So, die Rotary Cannon vorne, die darf replaced werden, also ersetzt werden für eine der folgenden Optionen für plus 10 Punkte, ne? Also da entweder oder. Entweder durch eine Laserkanone, 36 Zoll Reichweite, schon mal geil. 3 Würfel, AP3 Anti-Tank. Das wäre jetzt so, ne? Übers Feld fliegen, Panzer von oben weg knuspern, ganz geil. Oder ein Missile Launcher, 36 Zoll, so nicht 38. 2 Würfel, AP2, Blast D4, ne? Also das ist dann, quasi die Waffe der Wahl gegen Kropzeug. Und Anti-Aircraft. Damit kann man dann auch auf Flieger besser schießen. Und dafür kein Anti-Tank. Also ihr könnt euch dann überlegen, möchtet ihr da einen schnellen Tank-Hunter, der übers Feld heizt und irgendwie Panzer ein bisschen anknuspert? Oder möchtet ihr einmal drüber gehen und ratz, ne, mit Blast D4 da einmal ein bisschen Personenschaden hervorrufen? Genau. So, die Hornet kann ihre Transportkapazität um 2 herabsetzen. Dann sind sie bei 10. Und ein Crew-Operated MGS, MGS vor 20 Punkte, also für 20 Punkte mehr dazu packen. Ja, was will das auf Deutsch sagen? Ihr kriegt so ein HMG, ne? Also so ein Daka-Daka-Maschinengewehr. Crew-Operated, das heißt, die Crew schießt damit. Also das wird von der Crew gefeuert. Und das geht natürlich, ihr braucht die Haltearme, ihr braucht das Gerät, da müssen 2 Mannequins für draußen bleiben, ihr könnt noch 10 mitnehmen, habt dafür aber quasi 2 Waffen, jeweils eine, Crew-Operated HMG, 18 Zoll, 3 Würfel, ohne alles, allerdings Pinning, ne? Also sprich kein Durchschlag, aber Pinning ist ja, das ist schon mal ganz nett. So, und das auf beiden Seiten ist doch schon mal ganz geil, ne? Ja, so ein Schiffchen kostet, wie gesagt, 80 Punkte ohne die Upgrades und finde ich ganz cool. Ich mag das Modell, wie gesagt, auch. Gefällt mir sehr gut. Gibt es für verschiedene Fraktionen, kann für verschiedene Fraktionen genutzt werden. Und da stellt sich dann halt auch wieder die Frage, wie wähle ich dann quasi mein Farbschema? Da war ich gerade etwas abgelenkt von dem Bildchen, muss ich gestehen. Und ich finde diese Anzüge echt geil, ne? So, wo wir dann dabei sind, letzte Einheit in der Box hier drin, das ist der Ripper und zwar der Ripper Warlord, genau. Der trägt auch einen Ripper Suit, wer hätte das gedacht? Und der ist ein Command, eine Command-Einheit, ne? Das hätte ich jetzt auch fast erwartet in der Box, damit man auch einen Commander dabei hat. So, der marschiert auch 6-12, schießt auf die 5+, assaultet auf die 4+. Hat eine 6er Armor, also 6 plus 4 Lebenspunkte, okay. Nerf von 4 plus, eine Höhe von 3, 40er Base, das sind hier die, was sind sie denn? Die MDF-Dinger hier, ne? Eine Unit Strength von 1 tatsächlich nur, kostet 80 Punkte, also genauso viel wie eine Hornet. Was hat er denn? Erstmal hat er als Keywords Bulky, Inspiring, Resilient One, Tactician, schmeißt 2 schwarze Würfel für euch raus. Und Targeting Systems. Dann natürlich, er wäre kein Commander, wenn er keine Command Order hätte. Ihr wisst, Anfang, Ende der Aktivierung vom Commander dürft ihr mit dem Commander eine Command Order sprechen. Die kostet natürlich dann euch in der Regel Command Points, die ihr am Anfang der Runde erwürfelt. So, er hat Command Order as solid as a contract.
Ja, ist ein Instant für 2 Command Points. 2 Units within 12 Zoll may hit the dirt and remove a pin marker they have. Do not mark these units as activated unless they already were. Also zwei Einheiten im Umkreis von 12 Zoll, das ist ja mal diese magische Bubble, dürfen sich in Dreck schmeißen, also hit the dirt, dann sind sie schlechter zu treffen und dürfen einen Pinmarker loswerden, falls sie einen haben. Und die werden nicht als aktiviert gekennzeichnet, es sei denn, sie waren schon aktiviert. Also der schmeißt jetzt nicht den Aktiviert-Marker weg, das wäre ein bisschen sehr hart. Aber okay, kann man machen, gibt geilere Command Orders, aber ist ganz nett. Denn gerade ein Pinmarker kann sehr essentiell sein, die loszuwerden, wenn man mit der Einheit Großes in der nächsten Runde plant. Ne? Und ja, kann hilfreich sein. Gut, so, liebe Leute, dann haben wir natürlich auch noch Waffen, die er mit sich rumschlürt. Er hat natürlich wieder die Rotary Cannon. 18 Zoll, 4 Würfel, AP 1, Weight of Fire 1 hat er aber. Und dann hat er natürlich die Assault Weaponry, die kombiniert quasi dann auch die Vorzüge von den Maulers. Der hat nämlich auch wieder hier einen Dreierwurf, also quasi drei Würfel zum Werfen für die Assault mit AP 3 und Anti-Tank. Des Weiteren hat er noch Optionen, er darf sie noch ein bisschen Gesocks mitnehmen, und zwar entweder ja, Rippers oder Maulers. Man darf 0 bis 2 Additional Ripper Maulers für 40 Punkte mitnehmen, jeder, also pro Modell. Oder man darf 0 bis 2 Ripper Rainmakers mitnehmen und die kosten dann 50 pro Modell. Also quasi wie wenn man die Einheiten erweitert, von denen standardmäßig die Punktzahl. Das heißt, man hat dann auch hier quasi seine Leibgarde, die man noch mit rumschlüren kann. Und natürlich um einiges mehr Firepower bei dem Kollegen. Und ja, ne, schützt ihn dann auch so ein bisschen und bringt viel Freude beim Vormarsch. Gut, liebe Leute, ach natürlich, und die Command Order, ne, die kann man natürlich dann auch, ja, kann man natürlich dann auch den Jungs gleich mitgeben. Ja, wo wollte ich jetzt, war ich stehen geblieben? Genau, wir sind mit der Box durch. Das ist das, was ihr für ca. 80 Euro in so einer Box bekommt. Das ist die Marauders Strike Force Box. Und ja, ich bin immer, wie gesagt, großer Fan von diesen Boxen, weil ihr habt erstmal genug zu pinseln, genug, um die Armee auszuprobieren. Und wenn ihr dann sagt, jo, das ist was für mich, die Truppe, dann könnt ihr euch ja noch diverse Add-ons holen, wie zum Beispiel, was weiß ich, eine Artillerie, so ein Weapon-Team oder natürlich eine Mule, also der gute alte, das gute alte Maultier, der Truck, ne, der auch multifunktional ist für verschiedene Fraktionen oder solche Sachen. Wie Sprungtruppen, die Skyscrapers, die gibt es ja hier auch noch und. Natürlich auch Panzer oder sowas in der Art. Die können ja auch von den Orks, ach Entschuldigung, von den Marauders gespielt werden. Da ist es mir doch einmal rausgerutscht, verdammte Tat. Und ja, es gibt natürlich noch auch zum Beispiel die Brawlers und. Ihr könnt die Hornet noch umrüsten oder weiß der Teufel, lustigen kleinen Bot gibt es noch. Und ja, wie gesagt, da kann man schon lustige Sachen noch machen, wenn man möchte. Die Marauders haben jetzt nicht ganz so viele Einheiten, wie zum Beispiel die Fraktionen, die jetzt schon mal mit noch mehr Erweiterungen bedacht wurden. Da habt ihr natürlich dann noch ein, zwei Einheiten mehr, aber hier ist halt auch erstmal genug drin, würde ich sagen. Ne? Da kann man erstmal genug machen und man hat halt die Option zu gucken, ob einen die Jungs liegen oder eher nö. Und ja, in diesem Sinne. Kleine Anmerkung noch, wenn ihr gerade neu anfangen wollt und denkt, ja, so Marauders ist vielleicht was für mich, dann gibt es die Option, die sind auch in Starter-Sets drin, die Marauders. Guckt mal, welche Starter-Sets es gibt. Und wenn ihr dann zum Beispiel Marauders gegen Enforcers, das ist so der Klassiker, ne, quasi die Grünhäute gegen die Elite-Soldaten, dann habt ihr natürlich auch die Chance, euch so eine 2-Player-Starterbox zu holen, was ziemlich geil ist, weil ihr kriegt dann auch Regelbuch, Würfel und alles, was ihr braucht dazu. Denn wenn das euer erstes Video hier gerade ist zum Thema Firefight, dann müsst ihr bedenken, das wird mit W8 gespielt, also mit 8-seitigen Würfeln. Und da ist natürlich schon so ein bisschen, hat nicht jeder zu Hause, ne? Gerade wenn man so aus dem Standardspielbereich kommt und mit Tabletop vielleicht gerade anfängt, W8 sind, ja, nicht so ganz gewöhnlich, dass man davon eine Handvoll hat. Gibt es aber auch von Mantic für einen fairen Preis, ich glaube 10, 11 Euro oder so, eine ganze Box voll Würfel. Auch verschiedenfarbige sogar dabei. Also alles machbar. Schaut auf alle Fälle mal rum. Wie gesagt, wenn ihr Minis sucht, schaut bei Kotami. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass da im Moment so ein bisschen ja, Ebbe herrscht in den Regalen. Es ist nachbestellt, es kommt.
Und hängt halt irgendwo gerade beim Zoll, weiß der Teufel, irgendwo fest. Man weiß es nicht so genau. Aber es ist auf alle Fälle nachbestellt. Und auch die neuen Einheiten, die Nightstalkers, die kommen auch natürlich hier noch auf den Kanal. Und ja, bis dahin vergnügen wir uns mit den Marauders. Und ich habe auch noch ein, zwei andere Boxen, aber vielleicht noch drei, vier andere Boxen, die ich euch zu dem Thema zeigen kann. Ich werde das wieder in dem Unboxing so machen, wie ja, ich das jetzt in diesem hier gemacht habe, dass ich euch die Minis zeige, wie ihr die kriegt. Weil ich finde das mal spannend, worauf ich mich einstellen kann, ob das viel Arbeit ist. Manchmal hole ich mir auch wirklich Boxen einfach nicht, weil ich gerade keinen Bock habe, 1000 Einzelteile zusammenzubauen. Aber ne, also ich finde immer nur Unboxing, ja, interessant, aber Unboxing mit Stats immer spannend. Ist natürlich, wenn dann irgendwie eine neue Edition kommt, sind die Stats dann wieder hinfällig. Aber hey, ne, vielleicht mache ich dann ja einfach mal irgendwann ein Update, wenn es dann soweit ist. Aber ja, bis dahin hoffe ich, euch hat es gefallen. Denkt dran, Firefight kann immer neue Spieler vertragen, geiles System. Und gerade in Deutschland noch viel zu unterrepräsentiert, was vielleicht auch so ein bisschen der schlechten Verfügbarkeit manchmal zur ja, zu schulden ist und manchmal auch natürlich dem, dass alle Welt irgendwie 40k spielt und einfach keinem anderen System mal eine Chance gibt. Und meiner Meinung nach, schönes System, spielt sich zügig, spielt sich flott, allein schon durch die alternierende Aktivierung und natürlich den Messen vom Commander aus, also vom Leader, das ist schon eine Sache, die das Ganze schnell macht. Schöne Command Orders dann eben dabei und dann geht's ab, die Luzi, ne? So, ich habe genug gequatscht. Ich wollte eigentlich eine halbe Stunde das abhandeln. Habe ich mal wieder natürlich bei Weitem nicht geschafft. Aber ich freue mich wie Sau. Ich sage nochmal Danke an Kotami. Schaut im Shop vorbei. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin viel Spaß bei allem, was ihr tut. Gehabt euch wohl. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.